Ja, hallo liebe Leute, willkommen retour. Ich hoffe, ihr habt euch erholt. Ich mich nicht unbedingt. Ich habe echt so eine irre Partie, glaube ich, noch nie gehabt. So eine spannende Partie, muss man auch ehrlich sagen. Also, ich habe ziemlich mitgefiebert. Ich glaube, das hat man gemerkt, gerade gegen Ende, wo ich immer ruhiger wurde. Ich bin echt froh, dass wir das über die Zeit retten konnten. Ich bin echt froh, dass Bettinelli diesen Elfmeter halten konnte. Ich bin einfach generell froh. Starten wir einfach mal rein. Wir haben aufgehört im letzten Part, da war ich ja fast nicht zu bremsen mit der Suche nach Verstärkung noch fürs zentrale Mittelfeld, damit wir da einfach ein bisschen mehr in der Breite haben. Und ja, deswegen wollte ich hier noch ein bisschen was anschauen, was so ablösefreie Spieler sind. Und da gibt es natürlich auch etwas jüngere Spieler aus vielen, vielen verschiedenen Ländern. Hier haben wir zum Beispiel einen sehr, sehr interessanten Spieler, der bei Stade Brest unter Vertrag war. Ist halt wieder der eher ballerobernde Typ, also davon haben wir eigentlich genug im Kader. Schweizer Cemaili. Cemaili. Sortieren wir mal nach Alter. Cordura Andorra. Ja. Ach, das wird eher nichts. Schauen wir vielleicht nicht bei den abgelaufenen oder wir schauen. Ja, wir könnten doch bei den abgelaufenen schauen, aber diese Länderspiele, die ich eingestellt habe, die ich immer ganz gerne einstelle, dass wir die mal wegtun. Da haben wir diesen Matt Grimes, den wir schon öfter angesehen haben. Der wäre auch ein vorgeschobener Spielmacher. Ist aber jetzt. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, die wir da jetzt gerne hätten. Bristol City. Ist an ihm dran. Nicola Jambor, der war bei uns zum Probetraining, ist auch eher der Ballerobernde, der aber auch Spielmacherfähigkeiten hat. Der ist erst 23. Sehr interessante Fähigkeiten, durch die Bank gut, 1,88 groß. Das wäre bei uns auch nicht unpraktisch für die ganzen Standardsituationen. So, wen haben wir hier? Vielversprechender Spieler. Der aber jetzt im Allgemeinen noch etwas zu schwach sein dürfte. Jonas Gemma sagt mir gar nichts. Ja, schon schwierig. Schauen wir vielleicht noch rein bei den, nicht bei den Vertragsfreien, sondern gehen wir mal auf Transferstatus. Gelistet. Xhaka, Tauland, Xhaka. Boah. Sehr nette Fähigkeiten, 3 Millionen Marktwert, gut. Der ist zwar gelistet, aber das hilft mir auch nichts, wenn der so viel kostet. Morgan Kamara. Vorgeschobener Spielmacher. Nette Fähigkeiten, gute Zielstrebigkeit, erst 25. Transfersumme, das würde sich ausgehen. Ich versuche da mal Interesse zu bekunden. Den sollten wir uns anschauen. Scouten sollte ich ihn vielleicht auch noch. Wer ist da aktuell dran? Auxerre. Okay. Esteban Granero, das ist der, der bei Real Madrid war. Ja. Wäre auch ein vorgeschobener Spielmacher. Dem ist das mit dem Gehalt halt heftig. Elias Felber, Österreicher. Okay, also da haben wir schon sehr, sehr viele Spieler. Real Madrid, Castilla, Enzo Zidane. Oh. Der ist vorgeschobener Spielmacher. Zwei interessierte Vereine. Oh, da ist auch Auxerre dran. Ich mache da gleich eine Anfrage. Schauen wir nur vorher, was der Leistungszerrung. Okay, 2 bis 3 Wochen. Das ist nicht so dramatisch. Zielstrebigkeit ist super. Und der. Einen Zidane in der Mannschaft zu haben, das fand ich schon vor vielen, vielen Jahren cool. Daran hat sich nichts geändert, nee, nee. Ich bin echt mit dem Überangebot ein bisschen überfordert. Lassen wir es mal bei denen gut sein, die wir auch im letzten Part angefragt haben und die jetzt. Und was ganz wichtig ist, was ich ja schon vorhin bemerkt habe, die Standardsituationen, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Also wenn wir angreifen, da. Die müssen hinten bleiben. Da gibt es kein Hintenbleiben, wenn notwendig. Die entscheiden das sicher nicht. Wir hatten da jetzt echt ziemliche Probleme gegen
Monaco. Also die müssen einfach hinten bleiben und absichern. Das geht nicht anders. Genauso bei den Freistößen, wenn wir im Angriff sind. Ich muss das einfach einstellen. Und ja, beim Verteidigen, vor allem von Ecken, möchte ich jetzt noch schauen. Ja, passt, da ist eh der Hängen, die hängende Spitze dann vorne eingestellt. Das ist auch ganz gut. Sandro, großer Spieler decken. Silla, großer Spieler decken. Wo ist Basile Kerr? MZL ist der, glaube ich. Den haben wir hier. Soll auch einen großen Spieler decken. Ein 84. Den tun wir auch nach hinten. Großer Spieler, großer Spieler. Ein 86, ein 87, ein 86. Ja, der muss unbedingt einen großen Spieler decken. Dafür tun wir dann halt ihn weg. Zonendeckung im 5-Meter-Raum. Okay. Jetzt haben wir mal eins der größten Probleme beseitigt, denke ich mal. Gut, wir jagen Kamin. Theoretisch vielleicht ja. Und Mats Albeck, da müssten wir, den müssten wir sogar als Schlüsselspieler anbieten. Der hat aber auch die Fähigkeiten dazu. Also ich muss das jetzt echt mal versuchen. 6000 Loyalitätsbonus 20, Beratergebühr 20. 21.000 hätte er gerne. Freigabe bei Abstieg, wie gesagt, das ist mir wurscht. Aber das wird nicht funktionieren. Also 21.000 sind da definitiv zu viel, da werden wir nicht hinkommen. Ich will gar nicht wissen, was Enzo Zidane verdient. Also, das haben wir eigentlich auch nicht bedacht. Vertragsgespräche mit Defour. Der ist halt schon 2 Jahre älter, aber wir sehen hier deutlich günstiger. Trotzdem Schlüsselspieler, müssten wir auf 12.000 runtergehen. Ich versuche mich jetzt einfach mal mit ihm zu einigen. Und jetzt gibt es Bedenkzeit. Okay, schauen wir mal. Wir haben hier noch mehr. Den Kolovoz zum Beispiel, den wir momentan zum Probetraining haben, den müsste man ein bisschen umtrainieren. Der wäre ablösefrei. Wäre eine deutlich jüngere Variante. Benafa wäre ja fußballerisch natürlich sehr stark. Physisch ist es halt echt schon schwierig. Bin immer nicht sicher. Steven Defour wechselt ablösefrei zum AC Ajaccio. Ich werde da vielleicht um eine Woche verschieben, wenn das jetzt wirklich so sein sollte. Aber nee, das war nur die Gerüchteküche. Hunu wäre sehr interessant. Zielstrebigkeit fehlt immer ein bisschen. Rolando, da brechen wir jetzt mal ab. Und auch der wäre wirklich interessant. Aber das ist auch wieder so eine Aktie für die Zukunft. Ich brauche jemanden, der uns sofort im Mittelfeld helfen kann. Talente haben wir da jetzt genug. Und Rogulic macht seine Sache bisher wirklich sehr gut, finde ich. Also ich bin da sehr zufrieden. Aber ich möchte ihm auch nicht zu viel zumuten. Also wenn wir da wirklich jemanden bekommen, wo halt alles zusammenpasst, dann wird er auch mal vielleicht wieder in die zweite Reihe zurückgehen. Jetzt muss ich nur kurz schauen, was habe ich in dem versprochen. Rotationsspieler eben. Perfekt. Wir brauchen einfach die Breite. Wir haben 38 Spieltage in der Liga. Wir haben noch einen Ligapokal und einen normalen französischen Pokal. Dementsprechend ist das sicherlich keine schlechte Idee. Aktuelle Belastung ist zu hoch. Ja, bei den dreien lassen wir es mal so. Jetzt bin ich neugierig, was sich transfermäßig tut. So. Ja, nicht schlecht, aber hat eh kein Interesse. Hohe Trainingsbelastung ist nach wie vor ein Problem. Aber das sind alles Spieler aus der zweiten Mannschaft. Kann es sein, dass wir hier nichts eingestellt haben? Für die Jugendmannschaften, natürlich. Da bin ich drin.
Spielvorbereitung für die erste Mannschaft. Deswegen wahrscheinlich. Jetzt muss ich kurz schauen. Ich glaube, wir haben ja gar keinen U19-Trainer im Moment. Trainer, Co-Trainer. Ne, im Moment haben wir keinen U19-Trainer. Das ist halt auch eher semi-optimal. Das Problem ist, es ist gar nicht so einfach, U19-Trainer zu bekommen, weil viele einfach gar kein Interesse haben, zu uns zu wechseln. Da haben wir schon einiges gesucht. Trainer, Fran Fernandes. Ich nehme jetzt mal den Erstbesten, weil ich eben glaube, dass das ziemlich schwierig ist. Ja, der möchte das gar nicht. Also da können wir, glaube ich, nur abwarten, bis uns das wieder angeboten wird. Das ist ja hin und wieder der Fall, weil das momentan ist echt, das ist echt sonst zu schwierig. Da suche ich jetzt wahrscheinlich den ganzen Part über. Okay, jetzt haben wir sie ziemlich runterverhandelt schon. 170.000 statt 350. Okay. 3.000 in der Woche. Das ist ja noch günstiger eigentlich. Gut, jetzt will er 12.000 die Woche. Stammspieler sofort. Und ich kann nur 2, 3 anbieten. Ich kann nur 2, 3 im Moment anbieten, weil ich für Steven Defour ein Angebot abgegeben habe. Das heißt, ich müsste es von Defour zurückziehen. Das ist ja ärgerlich. So, Defour, Steven Defour. Vertragsangebot zurückziehen. Es geht trotzdem nicht besser. Das ist nervig. Das ist wirklich, wirklich nervig. Jetzt muss ich kurz schauen, ob ich noch jemanden. Habe ich nicht noch jemanden mein Angebot gemacht? Dann wird es nämlich daran liegen. Der wechselt am 10.8. Und ich, Idiot, wundere mich vorhin noch. 10.8.2020 wechselt er erst zu uns? Wie? Okay. Sehr schön. Jetzt muss ich mich nochmal mit denen einigen. Also wenn das jetzt wegen diesem Scheiß nichts mit sich dann wird, bin ich echt wütend. La Liga, wenn man nicht scouten, das bringt nichts. Die sind uns zu teuer. Im Normalfall. Boah, wenn das jetzt nicht klappt, das wäre richtig nervig. Schalke hat Gnabry verpflichtet, auch interessant. So, ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt haben wir wieder die 170.000. Jetzt können wir nur hoffen, dass der mit uns verhandeln will. Ja, er ist nicht interessiert. Ich könnte echt kotzen manchmal. Das Spiel ist echt unfair. Ja, Leute. Also ich werde das mit sie dann nochmal probieren. Aber wenn es nicht klappt, vielleicht Kolovos, der ja ablösefrei wäre. Ja, sieht auch nicht schlecht aus. Was würde uns Dimitris Kolovos kosten? Ja, abgesehen davon, dass wir ihn umschulen müssten, das ist ja nochmal ein Punkt, der mich nervt. Der will Stammspieler sein und will richtig viel Geld. Bei Abstieg ist egal. Elftausend und Rotationsspieler. Jetzt muss ich mal schauen, was unsere Jungs so verdienen. Damit wäre er hier. Ungefähr. Beim Verdienst. Das ist mir ehrlich gesagt für ihn jetzt und für seine Rolle zu viel.
Sieht, glaube ich, nichts. Mich nervt das so, ich hätte so gern sie da. Wir können es ja trotzdem noch probieren. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Darf es natürlich nicht vergessen. Schreibe ich mir ganz groß Zidane auf den Zettel auf. Das Problem ist natürlich, wer sagt, dass ich auf den Zettel schaue beim nächsten Mal aufnehmen. Das ist halt wieder das Blöde. So, für 2 Millionen zu haben. Auxerre macht jetzt Angebot für Kamin. Ja. Ich glaube, für einen Spieler mit seiner Klasse, den kriegt man auch ablösefrei. Wäre hier zum Beispiel das Thema, aber ich breche jetzt ab. Das mache ich nicht. Und wir schauen jetzt, dass wir die Partie gegen Lyon machen. Und dann haben wir eh am 31. also quasi schließt das Transferfenster und wir haben die nächste Partie. So, verfügbar für die Reserve. Guillaume Meran nicht. Giuseppe Rossi maximal 45 Minuten. Matei. Sandro bräuchte Spielpraxis, aber spielt eh. Das heißt, das passt, glaube ich. Kolovos Vertrag ist ausgelaufen, also dieser Leihvertrag. Damit kann ich leben. So. Jetzt haben wir es. Gut. Haaland und Rey fallen aus. Essende, Poulin. Ja, ich glaube, das passt so. Kein Grund, irgendwas zu ändern. Schauen wir mal, wie es läuft. Mit Lyon ein ähnlich starker Gegner wie zuletzt mit Monaco. Vielleicht eine Spur schwächer, aber das heißt, glaube ich, nichts. Monaco ist uns einfach gelegen. Wir hatten absolutes Glück auf unserer Seite. Und sollten nicht davon ausgehen, dass wir nochmal so viel Glück bekommen. Mocinic, extra Beat. Dann haben sie einen sehr offensiven Außenverteidiger. Sie werden viel nach innen ziehen, so wie es aussieht. Das heißt, da müssen wir schauen, dass wir eng machen. Ja, wir werden sehen. Viel Glück, Männer, bereitet ihnen eine unangenehme Überraschung. Unangenehm ist schon mal, dass wir hier wieder mal dieses Farbproblem haben. Und der Sound funktioniert nie wieder nicht. Jetzt ist er zwar an, aber der war am falschen Gerät. So, jetzt habt ihr den Spielesound wieder. Ich hoffe, das passt so. Es ist nicht ganz so langweilig, wenn ihr nur meine Stimme hört. So, Roglic. Da muss halt einer mal versuchen abzuschließen. Schade. Boah, Riesenchance. Also wir versuchen wieder munter mitzuspielen. Ich hoffe, dass das gut geht. Wenn danach noch Zeit ist, möchte ich noch auf die Transferliste schauen, sonst mache ich das im nächsten Part, wo ich einfach noch schauen möchte, ob wir fürs zentrale Mittelfeld vielleicht wen leihen können. Das wäre auch eine Möglichkeit, eine kostengünstige. Zu wirklich versuchen, mit Rogolic diesen Weg zu gehen. Und ja, finde ich, ist auch keine schlechte Idee. Fick hier. Warte, jetzt zieht er gut nach innen. Knapp vorbei am langen Eck. Evans, Segura.
Also momentan haben wir auch wirklich Glück mit unseren Offensivaktionen. Evans, der ist einfach unfassbar drauf. Flanke reißt ihm eigentlich ab. Lopez mit dem Fehler und da ist Segura. Was soll ich sagen? Es ist echt. Ihr kennt das sicher im FM, in FIFA, im echten Fußball. Es gibt immer wieder so Phasen, wo einfach nichts gelingt. Und dann gibt es Phasen, wo das komplette Gegenteil der Fall ist. Das ist echt interessant. Aber gut, es ist noch lange zu spielen. Es ist noch immer Lyon, gegen die wir da spielen. Also, wenn mir da jetzt jemand anbieten würde, dass wir das Spiel unentschieden spielen, ich würde es sofort unterschreiben. Evans. Segura. Macht es ganz stark, viel Übersicht. Aber Aschambong mit, ja, keiner gelungenen Aktion hier links außen. Szilard, Frikesh, gute Spielverlagerung. Und da holen wir die Ecke raus. Ich finde, man merkt ein bisschen, dass das Selbstvertrauen jetzt einfach da ist bei den Jungs. Rogulic mit dem Freistoß. Nächste gute Chance. Lopez. Der wäre wohl daneben gegangen, aber mir soll es recht sein. Rogulic. Frikesh. Ah. Kein Problem für Bettinelli. Spielt kurz ab. Und Szilard löst das spielerisch. Müsste abseits sein, ja. Mal wieder kein schlechter Versuch. Extrem gefährliche Flanke. Der Körpersprache ist nach wie vor alles gut. Oh, starker Pass. Sandro ganz riskant. Aber hat er routiniert gemacht. War schon stark. Aber wenn es so aussieht, wenn Haaland jetzt zurückkommt, dann werden wir wirklich ihn wieder als Abwehrchef nehmen. Sandro als zweiten Innenverteidiger. Und Inocencio auf rechts. Also Szilard dann auf die Bank. Och, gefährlich, der wird abgefälscht, aber gewaltig. Ich versuche es jetzt mal mit Konzentration. Schon wieder voll konzentriert. Rogulic, ganz starke Ballverlagerung. Also der Ball läuft wirklich gut bei uns. Gefährliche Chance. Nee, doch nicht. Aber bisher ganz starke Partie von uns. Also mehr Ballbesitz. Ja, Torschüsse ungefähr ausgeglichen, wobei wir drei aufs Tor hatten. Das muss man auch vielleicht dazu sagen. Der war stark. Aber Bettinelli passt halt auf. Den habe ich übrigens im FIFA 18 jetzt gescoutet. Für diejenigen, die das Let's Play nicht schauen. Das ist ganz interessant. Für West Ham ist er ein bisschen zu schwach. Ich habe da noch einen Ersatztorhüter gesucht. Statt Joe Hart. Also als Ersatz für Joe Hart. So, sorry. Aber dafür ist er mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu schwach. Aber für ein FM. Da hat er sich halt echt gut entwickelt. Marcus Bettinelli. So, Segura, der ist halt alleine, aber der hat auch die Technik. Allein gegen zwei geht er durch. Evans, es ist niemand in der Mitte.
Wieder schön reingestartet von Evans und wieder guter Pass von Basile Kerr. Stark gemacht. Das darf dann halt auch nicht passieren. Sinnloser Ballverlust. Aber kein Thema, ist abseits. Okay. Bin sehr zufrieden. Zeigt den Fans voller Einsatz, auch wenn wir Außenseiter sind. Und sonst würde ich sagen, mach mal einfach mal so weiter wie bisher. Connor Law mit dem Foul. Ach. Wieder starker Spielzug von Basile Kerr. Tony Segura per Kopf. Der Größte ist er nicht. Aber der macht sich echt gut. Also da wird Giuseppe Rossi wahrscheinlich wirklich schwer haben, in die Mannschaft zu kommen. Sind so dumme Ballverluste. Ich gehe jetzt mal auf seltener Dribbeln rein, das nervt mich wirklich. Das ist da unfassbar oft versuchen. Endlich geklärt. Und Dudu im Abseits. Sandro ganz gut antizipiert. Und Segura aus der Distanz. Sehr schöner Schuss. Doppelwechsel bei Lyon. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die schon langsam wahrscheinlich auch taktisch ein bisschen was verändern werden. Also wenn die viel über die Flügel kommen, dann könnten wir es mit dem 5-4-1-System versuchen. Aber momentan gibt es eigentlich noch keinen Grund für einen Systemwechsel. Also einfach mal abwarten. War kein schlechter Ball, ein bisschen zu ungenau auf Evans. Und auch der war nicht schlecht. Konzentration, Jungs. Inocencio. Also sie attackieren jetzt schon. Was war das von Silla? Ist ihm schwindlig? Ist ihm schlecht? Hat er Bauchschmerzen? Hat einen Käfer verschluckt? Ich glaube, ich werde jetzt schon langsam mal das System wechseln. Ich brauche jemanden fürs rechte Mittelfeld, das müsste Matej können. Absolut nicht, okay. Sonst lassen wir es momentan noch. Können es dann später immer noch auf diese Formation wechseln. Was für ein Freistoßtrick. Ich würde echt zu gerne im FM einstellen können, dass quasi ein bestimmter Spieler die Freistöße nur macht, wenn er direkt schießt, so wie Evans. Wenn das ein Pass oder eine Flanke werden soll, dann brauche ich das einfach nicht. Dann möchte ich das einfach nicht, dass der das macht. Aber ich kann es einfach nicht einstellen. Das ist richtig nervig.
Also die werden schon ordentlich offensiv mittlerweile. Der ist abgefälscht. Was war das für eine Glanztat von Bettinelli mal wieder? So, wir werden versuchen jetzt etwas direkter zu spielen. Kein Spielaufbau mehr mit kurzen Pässen. Wieso trotzdem nicht einfach? Manchmal denke ich mir echt, ich bin vollkommen von Idioten umgeben. Das ist auch ein Satz, den ich oft sage im FM, aber es ist echt so. Oh, da bleibt er liegen. Nächster Außenverteidiger, das gibt's nicht. Ist ja auch verletzt. Schlag auf den Kopf. Das ist manchmal nicht schlecht. Ja, ihn muss ich trotzdem rausnehmen. Ich kann gerade nicht rein, okay. Entstehende Änderungen verwerfen. Gehen wir halt jetzt rein. Wen bringe ich links hinten? Soll ich es einfach verrückt mit einem Kané versuchen? Oder Innocencio? Hab keine Ahnung. Also wir haben echt so das Außenverteidiger-Pech im Moment. Wie schnell ist ein Gavrilovic? Gavrilovic ist kein Linksfuß, aber er ist relativ schnell. Innocencio. Sehr, sehr schnell. Den werden wir auf dem Flügel, auf die Außenverteidigerposition tun. Ich frage es nur, ob links oder rechts. Da er ein Rechter ist, also nicht politisch, sondern vom Fuß her, wenn man das. Moment, jetzt habe ich es gerade komplett verkackt. So machen. Innocencio auf rechts, Guillemera auf links und ich bringe Gavrilovic im Zentrum. Bin nicht wirklich glücklich damit. Aber Verletzungspech ist echt furchtbar. Es wird schon richtig dunkel plötzlich. In dem Video merkt man es, glaube ich, wenn man es so vom Anfang an ansieht. Wir haben schon 32 Minuten, die Zeit vergeht im FM. Evans. Segura! Nein! Den darf man schon mal machen. Boah, er war gar nicht schlecht von Silla. Hat echt chaotisch ausgesehen. Evans gibt die vergibt diese Riesenchance. Der Ball läuft irgendwie immer noch gar nicht so schlecht. Das sind immer wieder extrem gefährliche Pässe auf Evans. Oh, da kam Silla angeflogen. Schon langsam geht mir diese diese Anzeige hier ab, Körpersprache, ich lasse die jetzt einfach standardmäßig da drin. Ich glaube, von der Größe her stört es nicht ganz so sehr da. Also ich bin so froh, dass wir Marcus Bettinelli im Tor haben. Und ich habe mich gerade wieder verklickt. So. Okay, lasst mich kurz überlegen. Gehen jetzt aufs 5-4-1. Wobei ich jetzt echt schauen muss, wen ich rechts. Ich könnte Roglic rechts raus tun. Und Frikesh niemals zurückgezogen auf Verteidigen. Basile können Ball oben unterstützen, ist auch ganz gut. Und Evans.
Nehmen wir mal den Stoßstürmer, wollte ich. Das passt eh, soll er bleiben. Ist jetzt von der Rollenversiertheit her, naja, nicht ganz so optimal. Aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt die Defensive noch ein bisschen mehr stärken, weil ihr seht hier, es stehen zwei. Hinten liefern sie sich eine Abwehrschlacht, wo es ums Überleben geht, und vorne stehen zwei Typen rum. Das soll es nicht sein. Sehr stark gelöst. Also ich war jetzt echt schon kurz am Überlegen, ob ich schimpfen soll, aber die haben das echt gut gemacht. Was soll man sagen? Kann man eh nichts machen. Das heißt, wir gehen. So, wir gehen jetzt wieder auf diese Ursprungsformation zurück, die da nicht mehr gespeichert ist. Oh. Manchmal hasst mich das Leben. Weiß nicht, was ich verbrochen habe. Gut. Flügelverteidiger, du wirst halt jetzt mit nach vor gehen. Innocenzio auch. Und da ist die Zuordnung jetzt gerade ganz komisch. Sandro nach hinten, das passt. Vorgeschobener Spielmacher. Gehen wir halt auf Attack. Also da passt gerade einiges nicht zusammen. Zurückgezogen, Ballerowand. Ich lasse das, glaube ich. Oder Außenverteidiger verteidigen. Ja. Okay. Ich hoffe mal, dass Lyon jetzt nicht sofort aufs zweite Tor drückt. Stark von Gavrilovic. Evans ist alleine, verliert den Ball. Und da geht's fast alleine auf unser Tor zu. Sandro wieder ganz stark. Evans. Silicon. Ach, Segura. Dem gelingt dieser Pass aber nicht. So, ich bringe jetzt Giuseppe Rossi für Segura rein. Der kann gleich da bleiben. Können sie wirklich auf eine Abwehrschlacht gefasst machen, habe ich so das Gefühl. Wieso sie nicht einfach diesen einfachen Pass spielen? Statt dass Silla einfach auf Giamera rauspasst, schlägt er den Ball quer übers Feld nach vor zu Evans. Das ist echt nervig. Okay, Evans im Abseits. Von Müdigkeit her sieht es eigentlich in Ordnung aus. Also Free Cash, gute Balleroberung. Ich bringe jetzt Cardona noch statt Evans. Als Knipser. Damit wir vorne auch noch einen frischen Stürmer haben, dass wir vielleicht irgendwie das Glück haben, in einer Kontersituation noch was zu reißen, nennt man das so schön in Österreich. Nachspielzeit läuft. Und wenn sie schon läuft, sage ich auch ganz ehrlich, totale Defensive und Zeitspiel. Also bei jeder Gelegenheit, das passt eh.
Ball einfach nur noch wegklären. Da macht Roglic fast noch das Ding. War schade. Wäre nicht wirklich verdient gewesen, muss ich sagen, aber gefreut hätte ich mich trotzdem drüber. Halbe Minute noch überstehen. Ich habe ja vor dem Spiel eigentlich gesagt, dass die Wochen der Wahrheit anstehen. Und hatte irgendwie die Befürchtung, dass wir nach diesen beiden Partien gegen Monaco und Lyon mit 0 Punkten dastehen. Jetzt haben wir Monaco überraschend besiegt und jetzt holen wir noch einen Punkt gegen Lyon. 4 Punkte aus diesen zwei unfassbar wichtigen und schwierigen Spielen. Ich habe ihnen jetzt auch gesagt, dass jeder mit einer Niederlage gerechnet hat. Wir haben sie aber eines Besseren belehrt und jetzt bin ich echt ziemlich überrascht, ziemlich erleichtert, dass das geklappt hat. So, den werden wir jetzt nicht mehr beobachten. Er fällt 3 bis 6 Tage aus, das ist okay, kann man nichts machen. Könnte gegen Lens allerdings schon wieder spielen, das ist schon mal ganz gut. Narey wird auf jeden Fall wieder in die Mannschaft rücken. Guillermera dann wieder auf der Ersatzbank. Und sonst, glaube ich, haben wir zum ersten Mal jetzt die Situation, dass wir als Favorit in die Partie gehen. Ganz ungewohnt, aber nehme ich gerne mit. Und was ich eben auch noch schnell machen wollte, aber das machen wir dann im nächsten Part, ist, ich wollte natürlich noch schauen, wie es mit den Leihspielern aussieht. So, kommen wir zum Schluss. Bisschen sieht man noch bei mir, dann werde ich mal Licht machen für den nächsten Part. Vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass das Unentschieden geklappt hat. Im nächsten Part dann gegen Lens versuchen wir natürlich 3 Punkte zu machen. Die sind auf Platz 19, das heißt, wir sind sogar Favorit, würde ich fast sagen. Unfassbar, aber wahr. Mal schauen, ob es klappt. Vielen Dank fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao.